Ja, in unserem Fragenkonter geht es heute darum, was so ein Sportdirektor an einem Spieltag so erlebt. Es gibt kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Welche Rituale hast du rund um ein Spiel? Ja, ich versuche immer die positiven Abläufe, also nach einem gewonnenen Spiel auch beizubehalten. Dann denkt man, ja, dann müsste es heute wieder klappen. Wie würdest du dich als Zuschauer beim Spiel charakterisieren? Ruhig und besonnen. Wer aus dem aktuellen Staff-Team ist während der 90 Minuten am hibbeligsten? Bis zur letzten Saison war es unser alter Physio Peter Kuhnt, der dann auch ab und zu mal die Kontenance verloren hat. Jetzt muss ich sagen, das Trainerteam insgesamt ist sehr ruhig, konzentriert sich wirklich aufs Coaching des Teams. Im Moment, jetzt haben wir auch viermal gewonnen. Also so viele Reibungspunkte gab es noch nicht wirklich, dass man da hätte ausflippen können. Was machst du als erstes, wenn du nach einem Spiel nach Hause kommst? Ja, ich, um ehrlich, also sagen wir keine Schleichwerbung machen, aber ich setze mich auf die Couch und schalte Sky an und schaue nochmal, ob es eine Zusammenfassung gibt oder ähnliches.